Der KSC-Fan-Stammtisch wird Ihnen präsentiert von der Südwestbank. Es ist eine ganz, ganz bittere Stunde für den Karlsruher SC. Es war alles angerichtet hier im Karlsruher Wildpark. Jungs, ihr wart, glaube ich, auch schon bereit. Und dann kam Manuel Gräfe. Ich sag's mal so, wir meckern ja nicht über Schiris. Aber über den schon. Da müssen wir meckern, ja, auf jeden Fall. Meine Fresse. Also, oder müssen wir über die Regel diskutieren? Ich meine, solche Szenen gibt es ja oft, wo aus kurzer Distanz angeschossen wird, der Spieler hat keine Chance irgendwie auszuweichen und es wird gepfiffen. Ist es der Schiri oder ist es die Regel heute gewesen? Das ist grundsätzlich immer eine Entscheidung vom Schiedsrichter, ob er das pfeift. Ich glaube, wenn du 100 Schiedsrichter fragst, lassen mindestens 95 so einen Ball, den du aus 2 Metern an den Unterarm kriegst. Wenn du dich noch vom Ball wegdrehst mit angelegtem Arm, sage dir 95 Schiedsrichter Minimum, das lasse ich laufen, weil wo soll der Mann mit dem Arm hin? Ja? Und das sind, wenn du sowas pfeifst, dann kriegt jede Mannschaft normalerweise in einem Spiel 10 so Freistöße, weil dann muss ich nur noch auf solche Aktionen gehen, aber mein Standard. Also ich sehe das genauso, ich weiß nicht, wo unser Abwehrspieler sei Hand oder so, oder seine Arme, er kann sich nicht abhacken, er kann sich nicht in den Luft auflösen, das geht einfach gar nicht. Dann muss ich aber sagen, wenn man so ein wichtiges Spiel hat und man pfeift so Situationen, dann muss man sich auch hundertprozentig klar sein, was das AC ist und was das für Konsequenz hat, weil es die Konsequenz ist für den KSC, dass wir in der zweiten Liga verbleiben. Weil man hätte vielleicht noch 2 Minuten aus dem Spieler gehabt und das Ding wäre für uns gegessen. Und dann muss ich sagen, also schon Armutszeugnis, er hat uns nicht bloß in dieser Situation benachteiligt, aber die Schalter Gottes ins Quiz gefallen, weil es war mit der entscheidende Situation. Und der Mann ist, glaube ich, UEFA oder FIFA-Schiedsrichter. Also da warte ich, dass der da mehr Übersicht hat und das Ding besser einschätzen kann, weil wenn es in der Zeitlupe wird gesehen, Zusammenfassung, das machen wir gerade gar nichts. Also das geht gar nicht. Aber was wir machen, es ist eine Tatsachenentscheidung, der Schiri hat so entschieden, wir können es nicht mehr ändern. Es ist traurig, dass wir um den verdienten Lohn gebracht worden sind, weil der KSC hätte sich das heute verdient. Auf jeden Fall. Und ich finde es echt traurig für uns alle, für die Mannschaft, für die Fans, dass es diese eine Generation mit entschieden hat. Weyabo hat gerade im Spielertunnel gemeint, das ist so ein bisschen, als ob ihm jemand das Herz rausgerissen hat. Und präsentiert, wie geht's dir, Hubi? Ja, ganz genau so. Und es ehrt den Reinhold, dass er das jetzt sagt. Es wäre auch schön, wenn er selber zu sich mal Stellung beziehen wird. Damit man weiß, ob man nächstes Jahr mit ihm oder ohne ihn plant. Er wäre ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Insofern wäre das mal toll. Aber ich kann, tut mir leid, von dieser Wasserwog, die da pfeift, immer noch nicht lassen, weil wenn ich das Spiel in Hamburg sehe, da gibt es in beider Halbzeiten insgesamt 4 Minuten Nachspielzeit. Und wo der gute Herr Gräfe die 4 Minuten in der zweiten Halbzeit herholt, das müsst ihr mir erstmal erklären. Und wenn du jetzt sagst, dass der FIFA-Schiedsrichter ist, dann muss ich sagen, der Verbrecher-Bastard oder nein? Ja, das war ja am Wochenende, da oben in der Schweiz war ja ein Verbrecher-Mafia-Treffer. Ich denke, der war da auch, weil das ist schon ein korrupter Haufen. Man hat es ja mitgekriegt, was läuft. Und ich habe jetzt von vielen halt gehört, Schiebungen und überhaupt KSC. Soll nicht in die erste Liga, Hamburg muss drinbleiben, gemauchelt DFB, natürlich wird da viel geredet, ganz klar, ist auch viel Blödsinn dabei, ist auch klar, aber trotzdem, man sieht so Parallele, man fühlt sich einfach als Kloner vor euch in Anführungszeichen, man fühlt sich einfach beschissen, man fühlt sich um den Lohn gebracht, wenn uns das wirklich hat erkämpft über die Saison, dann auch die letzten Spiele, wo wir noch gemacht haben, in Hamburg haben wir sehr gut gespielt und heute bist du um alles gebracht worden, durch diese Scheißentscheidung, da könnte ich auf Deutsch gesagt, es tut mir leid, ich kenne Kotze, es tut mir echt leid. Da können dir jetzt viele sagen, auch ist eine Fehlentscheidung. Okay, dann soll dir der DFB mal 7, 8 Millionen überweisen, weil um Minimum die Summe geht es allein, was Fernsehgeld angeht. Ja. Wir reden dazu noch über 2, 3 Millionen an Dauerkarte, die du mehr abgesetzt hättest. Also du kommst da locker, wenn du alles zusammenzählst, mit Sicherheit auf einen Betrag von 20 Millionen, den das ein Zweitligist kostet. Ja, natürlich hätte es der HSV mehr gekostet, aber die haben genauso wie mir auch 34 Spieltage Zeit gehabt, die Situation zu umgehen.
Und in den zwei Spielen zählt eigentlich die Tatsache, sage ich mal, wer da die bessere Mannschaft ist und wer die entsprechenden Ergebnisse erzielt. Und nicht, dass sich da so ein Wurzelzwerg noch in den Mittelpunkt pfeift, weil er sonst meint, man beachtet ihn nicht. Jetzt beachtet man ihn sicher. Ich glaube nicht, dass der nochmal in Karlsruhe pfeift. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich würde es ihm nicht empfehlen, wäre nicht so gut. Wäre unglückliches Händchen vom DFB, weil so einer wollen wir ja nicht mehr sehen. Muss nicht sein. Also jetzt ist es doch die zweite Liga in der nächsten Saison. Lasst uns mal trotzdem ein bisschen vorausblicken, Jungs. Es kommt Freiburg, ein schönes Derby, auf das freue ich mich. Paderborn, ja gut. Ja, muss man nicht so haben. Man, das andere Derby wäre mir lieber gewesen, gegen Zauschwober, ganz klar. Aber wir müssen es jetzt nicht mehr, wie es kommt. Es hilft uns ja alles nicht weiter. Das Ding ist nur, was einfach so tief sitzt, ist ja die Art und Weise. Ja, es ist nicht schlimm, dass wir heute nicht aufgestiegen sind, aber die Art und Weise ist so einfach. Das ist so, wenn du einen in die Fresse kriegst. Das tut ja richtig weh, das hat richtig weh getan. Du bist schon auf der Rennmarsch, alle euphorisch, alle sich in der Arme legen. Es war alles vorbereitet. Ah. Wir waren auf der Zäune, die Kamera außen war schon abgebaut. Die haben sich schon in Sicherheit gebracht. Das war wirklich im Kabinengang, haben sie schon das Bier eingeschenkt. Jetzt können wir es ja verraten, aber. Nein. Hubi, trotzdem, wag mal einen kleinen Vorausblick. Ja. Was glaubst du, wen können wir überhaupt halten? Jabo, hat er gemeint, entscheidet sich jetzt in den nächsten paar Wochen. Ja, Vorher sagt er gar nichts. Das sagt er schon seit einem halben Jahr. Wie gesagt, es wäre schön, wenn er sich mal entscheidet. Vielleicht hat er es intern ja wenigstens auch schon gemacht, damit er vor einmal sicher weiß, ob er mit ihm planen kann oder nicht. Ich glaube, er ist weg. Ich habe jetzt heute Mittag schon gehört, von Kaiserslautern käme der Karim Mahmoud. Das habe ich auch gehört. War heute Mittag Kicker online. Wobei ich sagen muss, Karim Mahmoud, über 30, in Lautern auch nicht gerade torgefährlich. Werden wir jetzt wieder die Altersvorsorge für nicht mehr ganz körperlich taufrische Spieler. Ich hoffe, dass man sich das von KSC-Seite nochmal überlegt, weil ein Karim Mahmoud wird uns nur weiterhelfen, wenn er mir vorher verspricht, er macht entweder 15 Kisten, oder er spielt dann umsonst, wenn er die 15 Kisten nicht macht. Ich sag's mal so, Fürth hat in der letzten Saison Relegation gespielt. Die musste diese Saison ganz schön kämpfen. Wie kriege die das jetzt hin, dass die nicht in so ein Loch fallen? Was kann man da machen, das ist so grausam. Also ich weiß nicht, ob es da ein Patentrezept gibt, wie man das macht. Ich denke mal, wir sind gut gefestigt, wir sind ein guter Trainer, wo die Jungs auch wieder aufbaut. Ich muss jetzt einmal eine Lanze für die Jungs brechen. Ich muss sagen, ich bin extrem stolz auf sie. Also muss sagen, das Spiel in Hamburg, super, Hut ab, geil. Weil da muss ich sagen, da hat man absolut keinen Klassenunterschied gesehen. Im Gegenteil, da waren wir etwas stärker. Heute, ja, okay, Hamburg musste extrem alles geben, da ging es um die alles, die musste Tor schießen, mir ja nicht, aber hätten wir vielleicht ein bisschen zu viel Platz gelassen, ist ja egal, auf jeden Fall. Wichtig ist, ich denke, was wir nächstes Jahr doch gefestigt aus der staatlichen herauskommen, sage ich einfach mal, weil wissen kann man es nie. Gut, man weiß jetzt natürlich nicht, das Spiel oder die beiden Spiele haben ja alle Ligen komplett gesehen. Es wird mit Sicherheit jetzt auch noch auf den einen oder anderen Spieler, der hier noch Vertrag hat, ein Angebot zukommen, ob du die Leute alle halten kannst. Aber ich vertraue da Jens Todt und dass wir Probleme im Offensivspiel nach vorne hatten, wenn wir das Spiel machen müssen. Das ist ja uns schon seit längerem bekannt und ich bin auch sicher, dass der Verein da an Spielern dran ist. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit man Spieler verpflichten kann. Wie gesagt, ich hoffe jetzt nicht, dass jetzt ein paar noch 30-Jährige oder noch Ältere kommen, die zwar schon gefühlte 800 Zweitligaspiele haben, aber... Wisst ihr, was wir brauchen könnte? Ein Freistoßspezialist. Bingo, Stichwort. Genau das habe ich halt auch gedacht. Ja, aber ich befürchte leider, dass der Hakan von Leverkusen nicht verlieren wird. Ja, ein bisschen teuer vielleicht. Ich denke mal, er wäre bei unserem Budget.
Das wäre ein bisschen schwierig. Aber das hat man doch da genau gesehen. Man war eigentlich fast, das war fast genau die gleiche Position. Man hat gesehen, wie es Hamburg gemacht hat. Gut, natürlich, da sind schon ein paar Spezialisten dabei. Und wir haben gesehen, wie wir es gemacht haben. Es hat, da ist halt minimal noch einmal ein kleiner Unterschied. Das sind so die Sachen, an diese Sache müssen wir arbeiten, weil wir es einfach nicht gebacken kriegen, solche Situationen, so Freistoß mal richtig anzusetzen, dass die Dinge anpassen. Das passt einfach nicht. Ja, weil du sagst, Spezialist, hast du den Diaz gekannt? Also ich kenne den nicht. Ja. Jetzt kennst du ihn. Jetzt kennst du ihn. Der wird aber ich hätte gern drauf verzichtet. Der wird aber wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre kein Freistoß mehr schießen. Wie gesagt, wenn die Kreatur zu Schiedsrichter, sorry, was ich das sage, aber es ist so, der nicht gewesen wäre, wäre das vielleicht gar nicht so kommen. Aber anders sagen wir, wenn der Fuchs nicht geschissen hat, der Haas kriegt. Es ist so, wir können es nicht mehr erinnern. Alla hopp. Ich palt mal, ja? Ja, das wollte ich alles sagen. Das ist auch schon das Klick hit, Alter. Du, ich war extra nicht beim Friseur. Ich hätte eine Glatze rasiert vom Feinsten. Ist total wild unter dieser Mütze. Aber das war der letzte Stammtisch in dieser Saison. Jungs, ich freue mich, wenn wir das weitermachen nächste Saison. Ich hätte Zeit, ich bin da. Ich auch. Ich bin weiter. Und noch ein Gruß an den Ronny, eine gute Besserung, darf man nicht vergessen. Auf jeden Fall. Ja. Ronny! Gruß. Gute Besserung. Mit dir hätten wir es geschafft. Mit dir hätten wir es geschafft, ganz klar. Aller gute Mensch, du, aller Hudler. Wir machen weiter. Das war nicht der letzte Stammtisch bei Baden-TV. Und damit Prost, Jungs. Mal so viel Bier kann man ja gar nicht trinken, um das irgendwie zu verdauen. Nee, da hätten wir einiges mehr getrunken. Es stimmt allerdings auch. Der KSC-Fanstammtisch wurde Ihnen präsentiert von der Südwestbank.